Ich bin's wieder, Jonas von Team Buschkraft, und ich möchte euch heute den SB 2 in 1 vorstellen. Der SB 2 in 1 Kocher kommt in solch einer Nylon-Tasche. Hier vorne steht nochmal SB drauf. Die Tasche ist von innen gummiert. Holen wir einfach mal den Kocher an sich raus. Also, hier, das ist der Kocher. Den kann man zusammenstecken. Wie ihr seht, habe ich den auch schon öfters gebraucht. Und den steckt man einfach so zusammen, der ist ein Dreieck. Und hier, das ist die SB-Platte. Ich baue jetzt einfach einmal zusammen. Die klemmt man, hier sind solche Schlitze drin. Da klemmt man die einfach rein. So sieht der Schlitz aus. Und dann steckt man das Ganze hier zusammen. So sieht er dann aus. Mit dieser Platte kann man den SB 2 in 1 Kocher mit hier diesen 14 Gramm Riesenwürfeln, heißen die, betreiben. Davon passen auch 6 Stück, also 2 hier so rein, mit in die Tasche. Dann hat man gerade den Kocher mit Brennstoff. Aber der heißt ja SB 2 in 1, also muss man ja irgendwas 2 in 1 machen können. Und ich nutze den mit dem Esbit Spiritusbrenner, und dann wird er einfach hier so reingeklemmt. So. Man muss mal gucken, dass er schön in den Ritzen sitzt, sonst hängt er irgendwie schief drin und kann auch rausfallen. Das ist natürlich mit dem Spirituskocher dann nicht so gut. Und dann muss man auch immer gucken, manchmal hängt der hinten ein bisschen, wie jetzt. Und dann, aber sonst klappt das eigentlich mit dem Einrasten ganz gut. Der ist aus Edelstahl. Hier diese Platten, sag ich mal, sind aus Edelstahl gemacht. Der ist ultra leicht gebaut. Wie viel der jetzt genau wiegt, kann ich euch gar nicht sagen. Habe ich gar nicht genau nachgeguckt. Aber der ist wirklich sehr leicht. Und wenn man den mit den Esbe-Tabletten betreibt, die man dann hier in die Tasche tun kann, hat man in der Tasche, hat man eigentlich ein komplettes Kochset. Fehlt einem nur noch der Topf. Ja, ich habe euch auch mal ein paar Bilder gemacht, wie der im Betrieb mit dem Spiritusbrenner ist. Der ist auch von Esbit. Ja, die werde ich euch im Anschluss mal zeigen. Was ich noch sagen möchte, viele von euch werden ja den Trangia Spiritusbrenner kennen. Der unterscheidet sich eigentlich nicht von dem Esbit Spiritusbrenner, den könnte man genauso nutzen. Aber ich habe mich trotzdem für den Esbit Spiritusbrenner entschieden, weil der hat so einen schönen Deckel. Und wenn man jetzt das ausmachen möchte, kann man einfach hier diesen Griff, den kann man ausklappen. Und dann setzt man den einfach so drauf und dann verbrennt man sich nicht die Finger. Ich habe schon beim Trangia Spiritusbrenner gesehen, dann musste man da irgendwie so drüber kommen, dann saß der doch schief drauf und dann ging das vorher doch nicht aus. Also das ist hier schon ein großer Vorteil. Jetzt werde ich euch gleich hier nach mal die Bilder einblenden. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Team Buschkraft.